Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Darksiders. Im letzten Part haben wir hier die Kühlten nochmal bekämpft und sind dann hier in der Würgerin ihren Versteck angekommen. Haben auch schon sie ein bisschen zornig gemacht. Meiner Meinung nach ja eigentlich verscheucht. Aber na gut. So, dann haben wir hier sehr viel Wasserlevel gehabt. Hoffentlich. Wie gesagt, haben wir keinen Wasserboss. Also wie das hier aussieht, haben wir hier eine neue Waffe. Und ich hoffe, dann können wir diese Eiskristalle wegmachen. Tremor-Handschuh. Ein Kampfhand. Was? Ein kampfgeschwundener Handschuh, der alles erbeben lässt, wenn er aufgeladen wird. Zum Aufladen des Handschuhs Y gedrückt halten. Okay. Mit denen haben wir gerade gesehen, können wir die Kristalle hier zerstören. Schön, dass wir jetzt mit unseren bloßen Fäusten kämpfen könnten. Kann ich mal ganz kurz. Verwüstung auf den Handschuh, damit er ein bisschen mehr Schaden machen kann. Natürlich werden wir gestört bei unserem kleinen Piratenkampf. So, komm schon, du Vieh, stirb endlich. Oh nice, es kämpft für mich. Das ist so ein kleiner Teil. Also ich kann ihn anleiten, dass er die Gegner für mich erledigt. Und das war's mit den Dingen. Oder auch nicht da. Noch ein zweites Ding von denen gibt. Dann geben wir unsere Chaosform. Okay. So, und die Kiste haben wir gerade gesehen. Können wir ganz einfach ran, indem wir hier hochspringen. Und da haben wir unseren nächsten Schlüssel. Ein bisschen Leben nehme ich immer gern mit. Zurück möchte ich gerade nicht. Heißt, ich gehe hier weiter. Oder möchte ich zurück? Eigentlich ja schon irgendwo. Da wäre hier noch
zwei Bereiche haben, wo wir nicht weiter konnten. Und ich jetzt gerade nicht weiß, ob ich von hier auch wieder zurückkomme. Ich meine, eigentlich ja schon. Jetzt wüsste ich nicht, wo ich sonst kommen soll von hier. Außer in einem neuen Bereich. Und da muss ich schon mal weiter. Okay. Jetzt kann ich hier ein paar Motoren einschalten. Oh. Das war vielleicht nicht das Klügste. Vielleicht hier nochmal runterfahren, bitte. Ich möchte mich doch noch hier ein bisschen umsehen. Zumindest ein ganz kleines bisschen. Okay, ich hätte ihn hochfahren lassen können. Oh, schauen wir von hier aus wieder dahin. Oder kann ich von da aus wieder hin? Es sieht zumindest so aus. Ein bisschen Zorn. Leben brauche ich gerade nicht. Zumindest noch nicht. Okay, da haben wir noch so einen Motor. Und da oben haben wir noch irgendein Teil, was wir schieben müssen, glaube ich. Beziehungsweise nehme ich es jetzt mal an. Alles verschieben. Drücken und halten Sie Y, während Sie ein Objekt verschieben, um es mit einem Tremorhieb schnell zu bewegen. Okay. Ich muss das Ding nochmal runterfahren. Echt? Den wahrscheinlich. Einmal hier hinschieben muss. Moment. Steht noch nicht ganz perfekt. Ja, sollte passen. Wahrscheinlich darüber kloppen. Zumindest nehme ich das jetzt mal an. Jetzt muss dafür halt das Ding wieder runter. Oh ne, es geht hoch. Das Ding ist schon unten. Ich verstehe, ich verstehe. Jetzt muss das hier hoch. Und dann muss ich das da drüben runterwerfen. Also runter machen. Nein, nicht runterspringen. Das wollte ich jetzt nicht. Dann können wir hier wieder schnell hoch. So. Die Rune nehme ich gern mit. Wenn sie schon mal da ist. Beziehungsweise das Artefakt. Rune Artefakt. Ist ja eh fast das gleiche. Aber auch nur fast. So, und weiter auch weiter runterfahren. Ja, geht so.
Jetzt bitte einmal nach oben. Da ich das Ding brauche, um hier hochzukommen. Okay. Ja, war jetzt nicht besonders schwierig. Hey, die Rippen müssen nicht immer schwierig sein. Ist da drüben irgendwas versteckt in den Ecken? Nein. Okay. Ich kann das ja mal zerstören. Dann zu denen hier und okay. Dann hier rüber. Hier ist mein Leben zurück. Oh nö. Ist das von hier aus? Komme ich wieder zurück? Ich komme von hier aus wieder zurück. Ich muss nur auf die und ihre Schergen aufpassen. Okay, sie ist weg. Anscheinend hat sie schon wieder mit dir gespielt. Hoffentlich versagst du beim nächsten Mal nicht wieder. Mensch, halt doch einfach die Schnauze. Kommen wir zum Glück zurück. Hier hin. Okay. Okay, okay, okay. Bis zum nächsten Mal, wo wir wieder sind. Jetzt soll ich wahrscheinlich hier durch. Oder das Teil hier entfluten. Möchtest du vielleicht an die Kiste jetzt ran? Nein, ja nur. Ja, das gefällt mir. Karte. Eine Karte ist immer gut. Weiß ich wenigstens, in welchem Bereich ich noch nicht war. Obwohl es in dem Fall jetzt relativ einfach ist, einfach in dem ganzen rechten Bereich. Wir wissen auch schon, wo sie es sich befindet. Zum Glück war ich hier vorhin noch nicht unten. Ich glaube, ich wäre nicht mehr nach oben gekommen. Obwohl, doch, doch. Wir wären hier nach oben gekommen. Ich habe das schon wieder verdrängt.
Okay, hier haben wir eine Schiene, die uns irgendwo hinführt. Ein paar Barrikaden, die ich erledigen kann. Ah. Okay. Da geht's nach oben. Da ging's auch nach oben. Da haben wir auch noch einen Zug. Zumindest ein Waggon. Okay. Ich glaube, ich verstehe das Rätsel irgendwo. Das hoffe ich gerade, dass ich es richtig verstanden habe. Das heißt, wir müssen den mal hier loswerden. Dann den einmal hier raufschieben. Da wir uns hier quasi eine Treppe bauen müssen. Halt. Nicht so weit. So. Wollte die grün leuchten, ne? Passt. Perfekt. Hat mir hier nicht noch mehr Eis? Oder war es wirklich nur das eine Ding? Ich schau mal, was nur das eine Ding. Den einmal nach ganz entwürfen. Ja, ich weiß schon, was ich mache. Komme ich da auch so hoch? Ich glaube nicht, dass ich... Oh, okay. Ich habe nichts gesagt. Ist dann der Waggon hier noch gut? Wahrscheinlich einfach nur als Zusatz. Hätten wir da oben noch Eis? Ich glaube nicht, oder? Ich muss gerade nachdenken. Nee, da konnten wir eins durchlaufen. Aber dafür hatten wir hier den Eisblock bzw. Kristall. Ich glaube, es sollen ja kristallierte Seelen darstellen. Würde ich zumindest hart so annehmen, da die auch so hellblau sind. Ach nee, nicht schon wieder ein Sprungwerk. Wir haben die rechte Seite schon mal erledigt, beziehungsweise linke Seite, wenn man hier auf die Karte schaut. So stark! Zu stark, um zu leben! Was zur Hölle ist das für eine Kreatur? Lass sie einfach von mir töten. Ungefähr so. Hab ich nichts gegen, hat einer was gegen. Meine Schwestern haben mich vor dir gewarnt.
Ja, komm schon. Na, ja, geht doch. Noch einer. Natürlich noch einer. Das war zum Glück die letzte von denen. Müssen ja immer drei sein. Wo ist eigentlich die Uhr und der ganze Turm hier jetzt schon auf einmal? Ich meine. Ich hab den nur die Spitze von dem Uhrturm runtergeworfen. Oder komme ich so vielleicht hier rüber? Scheinbar nicht. Ich glaube, da komme ich auch nicht hin, da da kein Weg ist. Zumindest nichts so hell beleuchtet ist wie hier. Oder ist da drüben irgendwas? Irgendwas von dem Terrasse? Nee. Eine Tür. Das ist eine andere Tür. Falsch. So. Okay. Allerdings würde ich sagen, bevor wir hier so weit gehen, glaube ich, werde ich den Part auch schon wieder beenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da, wenn euch gefallen hat. Wenn nicht, was sollt, könnt ihr euch gerne noch abonnieren lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Darksiders wieder. Ciao.